Herzlich willkommen zu Sozialpsychologie mit Professor Erb. Heute haben wir das Thema Narzissmus im Alltag erkennen, die drei wichtigsten Hinweise. Viel Spaß dabei. Ja, guten Tag, Herr Professor. Ja, hallo, Frau Winzer. Ja, Narzissmus ist ja gerade in aller Munde. Man kann fast schon sagen, es ist so ein Mutterthema in der Alltagspsychologie ist. Und ein Grund dafür ist sicherlich, dass Menschen, die mit Narzissten zu tun haben, unter ihrer Beziehung zu Narzissten leiden. Und dementsprechend ist es sicherlich hilfreich, wenn man so die wichtigsten Anzeichen kennt, die vielleicht schon beim Kennenlernen signalisieren, dass man das mit einer narzisstischen Person zu tun hat. Na ja, klar. Also zunächst mal zu sagen, dass wir alle irgendwo narzisstische Züge haben, haben wir auch schon mal besprochen in einem anderen Video über Narzissmus. Im Extremfall handelt es sich um eine Persönlichkeitsstörung. Und wie Sie schon gesagt haben, liebe Frau Winzer, das nervt eigentlich eher die Leute, die mit anderen Menschen zu tun haben, die so eine hohe Ausprägung auf Narzissmus haben. Dann muss man allerdings auch sagen, dass es unterschiedliche Arten von Narzissmus gibt. Könnten wir auch noch mal ein Video dazu drehen. Bleiben wir mal beim grandiosen Narzissmus, wie man das nennt. Das sind also Menschen, die haben ein sehr stark überhöhtes Selbstbild, das sie nach außen tragen. Wirken sie ja häufig auch charismatisch auf den ersten Blick, sind super erfolgreich, können ihre Erfolge, können sich auch selbst sehr gut präsentieren. Und wenn man das dann so mitkriegt, kann man sich natürlich auch fragen, habe ich es jetzt vielleicht auch eher mit einer narzisstischen Person zu tun oder sind diese Erfolge, die da präsentiert werden, vielleicht tatsächlich vorhanden? Eine Frage ist natürlich auch immer, wenn jemand so super erfolgreich ist, hat es irgendwie auch nicht nötig, ja, sich jetzt irgendwie da so zu präsentieren. Eine Variante jetzt herauszufinden, mit wem habe ich da vielleicht zu tun, ist nach Rückschlägen zu fragen. Also mal gucken. Na, ist das immer so toll gelaufen oder ist das irgendwie, gab es auch mal einen Rücksetzer oder bist du mal zurückgewiesen worden von einer anderen Person? Und dann mal darauf zu achten, wie diese Person darauf reagiert. Also wir alle würden sagen, oh je, damals habe ich dies gehabt und das ist schief gegangen in meinem Leben und so weiter. Ich bin ja auch ein bisschen älter als Sie, ich habe da eine ganze Latte von solchen Ereignissen. Aber nun, der waschechte Narzisst sozusagen, oder die waschechte Narzisstin natürlich auch, die würde das eher bestreiten. Oh, Rückschläge gibt es bei mir nicht. Oder diese Rückschläge auch irgendwie relativieren. Mhm. Das geht jetzt zurück auf meine Chefin damals. Ne, die hat mich da in die falsche Richtung gedrängt. Oder ich bin zurückgewiesen worden. Ja, aber die blöde Kuh hat es sowieso nicht verdient gehabt. Ne, und im Nachhinein war wieder alles super. Ja, so eine Antwort, die impliziert ja eigentlich auch so eine gewisse Abwertung gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber. Und wenn man dann auf eine Person trifft, die sich so sehr positiv darstellt, dann fühlt man sich ja selbst auch oftmals so ein bisschen kleiner, weil man mit diesen tollen Erfolgen oder auch mit dieser Selbstdarstellung gar nicht mithalten kann. Und ist dann diese Erhöhung der eigenen Person gegenüber anderen vielleicht auch so ein Anzeichen für Narzissmus? Ja, ganz genau. Also wir leben ja sozusagen im Vergleich mit anderen. Ne? Wie toll bin ich? Das kann ich eigentlich nur sagen, indem ich mich mit anderen vergleiche. Haben wir auch schon mal ein Video drüber gedreht, soziale Vergleiche. Wer es mag, kann es noch mal anschauen. Und diese Erhöhung des Selbstbilds und der Narzissmus lebt davon, dass die anderen sozusagen weniger wert sind, dass sie abgewertet werden. Und hinzu kommt, dass man sozusagen von diesen weniger bedeutsamen Personen dann auch eine Bewunderung erwartet. Also man will bewundert, oh ja, das ist ganz toll, was du da gemacht hast und so. Auch da kann man wieder eingreifen und kann auf eine gewisse Weise mal diese Bewunderung verweigern. Vielleicht ja auch das Relativieren, ne? was Sie da jetzt präsentieren, das haben wir auch schon gemacht oder hat der und der Kollege auch schon hingekriegt und so weiter. Oder auch Belege einfordern. Lässt sich das denn nachweisen? Wo ist denn jetzt tatsächlich der Output? Wie waren damals die Verkaufszahlen und so weiter? Und dann wird man feststellen bei stark ausgeprägtem Narzissmus, dass sich hier so eine gewisse Empfindlichkeit zeigt. Also das stört sozusagen diesen Ablauf. Kann auch sein, dass die Interaktion an der Stelle auch zu Ende geht, dass die gar nicht mehr weitermachen wollen in dieser Situation. Vielleicht weiterlaufen auf einer Party und so weiter, dann ist man sie auch los und hat auf eine gewisse Weise weniger Stress. Also das wäre eine Empfehlung, hier mal nachzufragen und diese Bewunderung zu verweigern und dann zu schauen,
gibt es eine gewisse Empfindlichkeit. Ja, okay. Das heißt dann aber eigentlich auch, dass so eine Beziehung auf Augenhöhe gar nicht stattfinden kann. Weil der Narzisst ist jetzt ja mal bildlich gesprochen dann immer oben und die andere Person halt unten. Und in Gesprächen wird dann ja der Fokus immer auf der narzisstischen Person liegen und nicht auf ihrem Interaktionspartner, oder? Das bringt uns dann zum dritten Punkt, die mangelnde Empathie. Empathie haben wir auch schon ein Video gemacht. Ich weiß gar nicht, wie oft ich unsere eigenen Videos zitiere, aber können wir alles unten verlinken. Und mangelnde Empathie, ja, die Person wird vielleicht anfangen, irgendwas zu fragen und nach 30 Sekunden das Gespräch wieder auf die eigene Person zurücklenken. Also wie ist das in deinem Job? Aber in meinem Job ist alles viel besser. Und so auf diese Art und Weise reagieren und diesen Fokus auf die eigene Person lenken. Ja, das kriegt man oft mit und auch da könnte man sozusagen eine Art Test einführen, man kann zum Beispiel bewusst eine abweichende Meinung vertreten zu irgendeinem Thema, vielleicht Politik, je nachdem, um was es geht, einmal widersprechen. Und unter Narzissmus fällt es den Menschen schwer, irgendwie die Motive oder Beweggründe anderer Menschen zu verstehen, dass sie andere Ziele vielleicht haben im Leben als sie selbst. Wenn wir Empathie haben, wissen wir das und können auch akzeptieren, dass jemand eine andere Meinung vertritt. Das fällt unter Narzissmus deutlich schwerer. Und manchmal erscheint es fast wie eine Majestätsbeleidigung gegenüber dieser Person, jetzt zu widersprechen und zu sagen, nee, ich glaube, es ist genau umgekehrt oder sowas. Das ist auch eine Möglichkeit. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, fassen wir nochmal die drei wichtigsten Hinweise zusammen. Wir haben einmal so eine grandiose Selbstdarstellung, die sich aber relativ gut entlarven lässt, wenn man mal ja irgendwie nach Belegen fragt oder auch nach Rückschlägen fragt. Als zweites haben wir dann ja so eine Abwertung anderer, die mit so einer gewissen Unsicherheit und vielleicht Empfindlichkeit einhergeht, wenn man mal auf die eigenen Leistungen oder auch auf die Leistung anderer aufmerksam macht. Und als drittes haben wir dann so eine mangelnde Empathie. Zum Beispiel fällt es Narzissten schwierig, andere Meinungen zu akzeptieren oder auch sich über so ja, ganz unterschiedliche Beweggründe klar zu werden. Ja, ganz genau, Frau Winzer. Sehr schön. Vielen Dank für die Fragen. Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen zu Hause fürs Zuschauen oder Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns einen Daumen da. Abonnieren Sie unseren Kanal und wir freuen uns auf das nächste Video. Ciao.